Ich bin wieder auf Tour, liebe Mutzis. Das als kleine Verkündigung ganz am Anfang. Und also, jo, jetzt denn gerade. Also, so ab Oktober. Ja, im Oktober geht es wieder los mit meiner Zero-Tour. Und wenn ich sage wieder los, dann sage ich zum letzten Mal los. Weil die paar Tourtermine, die wir jetzt noch haben, kommen vielleicht noch zwei dazu, ist noch nicht ganz klar. Aber was, jo, was jetzt halt gerade so online ist, das ist sicher. Und für die Tour-Shows, sagt man das so? Nein, ich habe es schon lange nicht gemacht. Für die kann man Tickets kaufen, ja, auf www.joelvonmutzenbecher.ch oder der Link da in den Shownotes. Und kommt vorbei. Es wird ganz, ganz geil. Das sind die letzten Termine. Also wirklich sind es die letzten. Darum, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr es nochmal wollt sehen, es hat sich natürlich verändert. Kommt vorbei, tolle Support-Acts auch dabei. Alles Mögliche an wirklich de la Crème von der Schweizer Comedy, wo sich bereit erklärt hat, bei mir Support spielen. Matteo Gutenrath, Josep Brizza, Leila Ladari, Teddy Hall, Benjamin Delahaye. Also wirklich hohe Qualität, abgesehen von mir. Drum kommt vorbei, jetzt die Tickets kaufen auf joelvonmutzenbecher.ch und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ist gut, Ton ist auch gut. Der Ton ist auch gut, ja. Hast du Kopfhörer an, da kann man richtig schreien. Ja. So, wir sind wieder mal am Tisch. Es ist lang her, dass wir am Tisch gesessen sind. Aber für euch haben wir ihn ausgepackt. Den Tisch? Ja. Das Schöne, was hat der Tisch für eine Geschichte, dass der nur so exklusiv für uns? Sonst immer auf den Sofas gesehen. Ja. Aber weil die zu zweit sind, am Tisch hat man mehr Platz. Das ist aber kein gewöhnlicher Tisch, das ist ein Fantastisch. Für mich ist es mehr so ein Fetisch. Fix und Fetisch. Aber was ist das jetzt ein Misstrauensbeweis von dir, Joel? Hast du Angst um das schöne Sofa? Wenn naja, Vertrauensbeweis. Nein, Mann, das ist im Gegenteil. Nenn es, wie du willst. Wir sind da ein bisschen skeptischer. Kannst du jetzt endlich mal die erste Frage skeptisch stellen? Das ist skeptisch. Ja. Du hörst aber auch genau zu. Bei dir sind das skeptisch. Oh nein, das ist jetzt so einer von den Podcasts, wo man da auch noch überlegen muss, was man sagt, weil der Joel auch noch so gut zuhört. Das war fantastisch. Es freut mich wahnsinnig, dass die da sind. Das war jetzt aber eine sehr plastische Formulierung. Es hört sich ein bisschen auswendig gelernt an, es kam nicht wirklich von Herzen. Aber das Thema ist jetzt vom Tisch. Kannst du jetzt endlich mal die erste Frage stellen? Also erste Frage. Ich weiß, jetzt weiß ich, worum es geht. Feel good. Wir sind also, er hat mit Tisch angefangen und als nächstes kommt die Feel good Frage und da ist die Frage danach, ob wir heute schon Stuhl hatten. Ja, vom aber, Tisch zum Stuhl. Ja, aber Sofa, so gut. Und dann am Ende stellt sich raus, dass das alles nur Fassade ist und wir sind in einem Möbelhaus und müssen diesen Tisch anpreisen. Wie ist es eigentlich so, mit seinem Bruder auf Tour zu sein, würde ich jetzt mich fragen, aber du kannst ja gerne antworten, Volker. Hat der Joel schon gefragt. Wir gehen direkt ans Eingemachte. Ich frage zuerst mal, wie es euch geht. Das ist suggestiv. Sagen wir mal ja, um zur nächsten Frage zu kommen. Du willst eigentlich was ganz anderes wissen, wenn du fragst, wie es uns geht. Du willst praktisch nur die Kruste aufreißen und direkt in die Tiefe dringen. Deswegen beantworten diese Frage nicht. Also wir sind jetzt hier nicht da, um unsere Seele zu entlösen. Den Vertrauensvorschuss hast du schon mal wirklich verkackt, weil wir bleiben skeptisch. Ja, geht dich gar nichts an, Joel. Es geht dich überhaupt nichts an. Vielleicht ein bisschen Privatsphäre will man auch als Künstler. Du hättest auch verifizieren können, geht es uns als Person gut, geht es als Familienväter gut, wir haben geht's übrigens Familie, hast du noch gar nicht gefragt. Geht es uns materiell verletzt gut? Mich ein bisschen. Familie nach oben, nach unten, geht es den Eltern gut, geht es den Kindern gut? Ist es businessmäßig? Ja. Und wenn du alles gut fragst, dann müssen wir Nein sagen, weil es ist nie alles gut. Ja. Aber kannst auch nicht sagen, es ist alles schlecht. Ja, es ist so lala. Ja. Ich bin gerade im Modus, die Sache abzubrechen, weil du erst eine Frage gestellt hast. Und wir kommen praktisch gar nicht zu Wort. Das ist wirklich einer dieser Podcasts, wo man da sitzt und nur zuhört. Weil der Moderator sich so gerne selbst hört. Gell? Genau, da ist auch kein Überraschungsmoment. Gell? Da könnte ich auch mit dir im Auto sitzen. Ja, mit dir möchte ich jetzt gerne mal reden, Thomas. Ich hab mich schon gefragt, wie der Podcast wird. Und es ist bis jetzt genau meine Erwartungen. Das ist das auch ist die Mühe, es immer zu erfüllen, diese Erwartungen. Ja. Also eigentlich gegen unseren Trend, weil wir eher so sehr reflektierte Menschen sind. Mein Ziel ist heute, dieser Podcast wird ja ungefähr eine Stunde dauern, schätze ich mal, ist so mein Gefühl. Aber es soll den Leuten so vorkommen, als ob 7 Stunden sind. Also wenn ihr sagt, wir sind also das geringere Übel, bevor ihr jetzt die Wohnung aufräumt oder den Umzug zügeln vorbereitet oder so, der Podcast ist auf jeden Fall hörbar.
Sind ihr denn schon viel im Podcast gesehen? Na, also nicht. Wir sind in den letzten 3 Jahren häufiger in Podcasts gewesen als in den 37 Jahren davor. Okay. Ist unser zweiter, glaube ich. Hat sich aber extrem gewandelt, weil früher ist man viel mehr im Radio gesehen, viel mehr im Fernsehen. Und das wird ja alles weniger. Und dann muss man auf einmal in so etwas. Aber ist doch eigentlich nett, oder? Ich meine, jetzt gerade, das weißt du natürlich besser als wir, aber ist doch eigentlich nett, dass man sich hinsetzt, um sich zu unterhalten. Ich höre auch wirklich gerne Podcasts. Jetzt noch nicht mal so sehr die Unterhaltungspodcasts, aber es ist wirklich ein Medium, was die, so, was sich komplett durchdrungen hat. Ja, ja, oder Geschichte. Oder Geschichte. Was habe ich gerade gehört? Was bisher geschah, Sigi Gute? Aha, ja, da gibt es auch Tausende. Ja. Yeah. Was ich jetzt entdeckt habe, ist Tatort Kunst. Ich bin gar nicht so der kunstbeflissene Typ, aber es ist einfach wie alles, was man selektiv wahrnimmt, ist es super interessant. Irgendein Bild sollte versteigert werden bei Sotheby's, dann haben sie rausbekommen, dass dieses Bild ein paar Jahre davor schon bei Christie's versteigert wurde, und zwar das gleiche Bild. Wirklich? Ja. Und das ist so ein Klassiker und dann weiß man nicht, welches Bild ist echt und welches ist nicht echt. Dann war dieser Beltracchi, dieser Fälscher, der bei Luzern lebt, der ist der Fachmann, der konnte das dann, weil er hat selbst wahrscheinlich nicht zu dieser Fälschung beigetragen, also wirklich wahnsinnig interessant, gut gemacht. Ich höre gerne What If, wenn man so eine neue Zukunft geht oder aus der Vergangenheit anders argumentiert, was wäre, wenn dies und das geschehen wäre, so Weichenstellungen der Geschichte. Das ist also der Klassiker, wenn man der Diktator als Baby umgebracht hat, zum Beispiel. Sowas, ja. Was war denn passiert? Ja, wenn zum Beispiel vor 5 Jahren Trump Präsident gewesen wäre oder so. Oder nicht? Stell dir vor. Das ist mal interessant, solche Podcasts dann in 10 Jahren nochmal zu hören vielleicht. Ja, ich habe immer das Ziel gehabt, dass es nicht zu feste Zeitstempel hat im Podcast. Und dann ist 2020 gekommen, dann hast du es vergessen. Also dann hast du nicht können so tun, als würde nichts drumherum passieren. Ja, ja, klar. Wobei ich habe, das ist jetzt aber ein sehr weiter Sprung. Mein Bruder ist ja der ältere Bruder als ich, deswegen sind seine Kinder auch etwas älter als ich. Und gerade sein ältestes Meine Kind. Meine Kinder sind nicht älter als du. Nein, aber deine Kinder sind älter als meine Kinder. Ja, du musst wirklich klarer aussprechen. Ich habe es schon verstanden. Ja. Aber ja, du hast schon ein Autokorrekturprogramm. Das heißt, dass du es verstehst, heißt längst nicht, dass es mein Bruder versteht, nur weil es um seine Kinder geht. Aber ich dachte, die können doch nicht älter sein als du. Dann wärst du ja praktisch mein Onkel. Wir sind genau zur gleichen Zeit, also zum genau gleichen Lebensjahr von euch gezeugt. Dass seine Kinder auch älter sind. Nee, das ist Quatsch. Totaler Quatsch. Ich glaube, jetzt gehen wir dann doch. Ja. Auf jeden Fall seiner ältesten Tochter, die jetzt wirklich auch schon älteres Semester ist, zur Geburt, am Tag ihrer Geburt, habe ich eine Frankfurter Allgemeine Zeitung gekauft. Ja. Damals, das war 1991. Und dann habe ich diese Zeitung 18 Jahre aufbewahrt, bis ins Jahr 2009 und habe sie ihr dann zum Geburtstag geschenkt. Dann habe ich die natürlich nochmal durchgelesen und habe gedacht, das könnte auch eine aktuelle Zeitung sein. Es gab den Nahostkonflikt, es gab einen gewissen Ost-West-Konflikt, es gab einen Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland wirtschaftlich. Es gab irgendwie eine Wirtschaftskrise und Banker, die betrogen haben und so. Dann gab es im Fußball den überraschenden Sieger und den Standardsieger. Das war eigentlich, Wettervorhersage war auch gleich, das Wetter war auch gleich. Also, es hat sich wirklich erschreckend wenig geändert gehabt damals. Geschichte wiederholt sich. Ja. Immer wieder. Und wenn man im Moment ist, hat man das Gefühl, das hätte es noch nie gegeben. Und aber schön ist, aus der Geschichte kannst du auch die Zukunft deuten. Das ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, zwischen Geschichte und Zukunft aus der Gegenwart eine Vorhersage zu wagen. Weil oft immer wieder das Gleiche kommt. Ja. Ja. Kann es einen aber natürlich auch zur Verzweiflung treiben, wenn man sich selbst damit beschäftigt oder im Laufe der Zeit sowas schon erlebt hat. Und dann zu sehen, wie fruchtlos das ist, wie jeder die gleichen Fehler nochmal machen muss. Ja. Ist auch irgendwie ein bisschen bitter zum Teil oder auch entlastend. Weil wahrscheinlich zu viele Generationen dazwischen sind, dass man nicht mehr lernen kann von der Vorfahren, sag ich oder jetzt mal. Der eigene Fehler. Meine Tochter ist jetzt gerade mit der Schule fertig und steht halt auch diese Gelassenheit, die von Menschen, die diese Phase hinter sich haben, dann so ein bisschen projiziert wird. Er wird schon oder so. Mhm. Die kannst du ja nicht durch Worte vermitteln. Die musst du erleben. Ja. Das ist so. Ja. Ich denke mir schon nur. Ich bin 36 und ich kann jetzt im sehr sehr kleinen Rahmen kann ich mal vielleicht in irgendeiner Art und Weise einen Rotschlag geben aufgrund von Erfahrung und das Einzige, was dann passiert ist, dass vielleicht 3 Jahre später die Person wieder kommt und sagt, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, genau. Die Erfahrung musst du gleich selber machen. Ja. Und was feierst du dann in 12 Jahren?
Was ich in 12 Jahren ja, vier. Weil dann ist ja 2036, dann hast du praktisch Jahreszahlparität mit dem Alter. Also nein, weil dann ist ja schon 38. Dann bin ich 36. 36. Also wenn er jetzt 36 ja. ist, dann ist er geboren. Sind 12 Jahre. Dann bin ich 48. Ja, ja. Stimmt, dann hängst du wieder hinterher. Der wird niemals, der Joel ist einer der wenigen Menschen, ja. die niemals Jahreszahlparität ja, haben werden. Das ist schon traurig. Schlimm, ja. oder? Ja. Weil mein Bruder hat es nächstes Jahr. Wirklich? Ja. ja. Er ist 1962 geboren und ist dann 62. Aber dann ist ja 20. Ich hatte auch schon. Also ja, gut, diese Kragenweite-Parität möchte ich auch noch feiern. Ich habe Kragenweite, Anzugsgröße 98. Ob ich das noch schaffe, ist die Frage. Also, ich bin 88 geboren. Vielleicht kriegen ja, wir das okay, auch. Das könntest ja. du schaffen. Ja, drück mal dir mal die Daumen. Vielleicht stimmt. kannst du sogar auf dem Mars feiern. Ey, anscheinend waren sie jetzt auf dem Mond irgendetwas. Irgendeine Art Location, wenn sie jetzt anbauen, auf dem Mond. Ja, ist ja verrückt. Da könnte man dann Comedy-Shows machen. Also da ja. würde ich mir sogar dann noch einen Salsa zutrauen mit der Schwerelosigkeit. Aber das ist eine ganz, ganz schlechte Atmosphäre. Schlechte Atmosphäre, aber gute Stimmung. Ja, und auch irgendwie alles mit Leichtigkeit, mit einem Sechstel der Gravitation ist schon ganz gut drin. Ich finde aber irgendwie, weißt du, wenn dann irgendwie die bauliche Mängel oder so, dann ist aus so einer Party ganz schnell die Luft raus. Ich finde eure Hirne faszinierend. Kommen wir doch mal zum ersten Feelgood von euch. Ich habe mir überlegt, es können von euch beiden sein, es kann auch individuell sein. Das Ziel ist, dass wir am Schluss vom Podcast 5 Feelgoods haben. Also Feelgoods, definiere Feelgoods, sind Sachen, die, Sachen, du sagst jetzt was Nettes über uns und wir sagen, oh, das ist aber jetzt eine schöne warme Dusche, mach nochmal. Nein, es muss schon etwas für euch sein. Was für euch ein Feelgood ist, das kann effektiv, was Geistiges, was Materielles. Alles möglich. Alles möglich. Ja, es kann ein Duft sein, kann auch eine Erinnerung sein. Also gehen auch wenig Guts oder müssen es viele sein? Es ist nicht materiell nur bedingt. Also jetzt ist früh morgens, ja, beziehungsweise nicht mehr ganz früh morgens. Für uns schon, so im Verhältnis, oder? Ja, ja. Also wenn die Kaffeemaschine funktioniert im Hotel, ist schon mal irgendwie ganz angenehm, gell? Und man muss mich nicht fragen, Volker, ist es jetzt das Feelgood meines also Bruders banal. Oder ist es unser gemeinsames Feelgood? Wirklich euch also ich denke jetzt gerade so, ein Feelgood ist an so einem Tag, wenn der erste Nebel kommt, man weiß, es gibt noch mehr Nebel und dann siehst du schon die Sonne durchscheinen und plötzlich siehst du diesen strahlend blauen Himmel, bist so ein bisschen reduziert und plötzlich macht sich alles auf. Das ist ein wahres, schönes Gefühl, was sich nicht abnutzt. Das ist so. Macht ja auch etwas mit dem Hirn, wenn die Sonne wirklich mal in die Augen was schiebt. Hirn nochmal? Das ist der Nebel, Thomas. Das ist das, was wir spüren. Das ist der Gedanke. Du denkst, ja, du kannst den Gesang nicht fassen, aber dann tut sich ein Lichtstrahl in deinem Kopf auf. Es gibt ja auch so eine englische Sprachweise. In Deutschland gibt es leider kein passendes Wort dafür. Wenn sich der Nebel verzieht, nennt man den Fog off. Umgangssprachlich haben die Engländer das auch in die... Und die Amerikaner vor allen Dingen in die Alltagssprache integriert. Lustig, wie ich sage, es ist jetzt nach den Bars. Ja. Fog. Ja, fuck off. Also vielleicht dort dann so den Nabel raufziehen. Ja. Das manchmal wird es auch falsch geschrieben. Aber was du gesagt hast, finde ich sehr spannend mit einfach die Kaffeemaschine im Hotel, weil die ja effektiv noch so ein klassisches Tourleben haben. Also, ja. Gerne aber. Ja, aber bei uns in der Schweiz gibt es das ja wie fast nicht. Die Leute haben immer das Gefühl, ja, wenn du dann in, keine Ahnung, Rapperswil spielst, dann übernachtest du ja noch dort. Und das machst du eigentlich nur, wenn du mehrere Tage spielst. Erst recht, wenn du in Jona wohnst. Ja. Also. Aber wenn du von Thun nach Arosa musst, ist eine der wenigen Dinge, wo du dir schon überlegst, ob du da nachts noch hinfährst. Das ist so. Das ist so. Aber die haben wirklich noch klassisches Tourleben, auch viel Deutschland. Und da ist man auch öfters in einem Hotel. Ja, aber auch aus Vernunft. Ja. Nein, wirklich, wir haben Familie, wir haben ein ganz normales Leben zu Hause mit Sachen. Und wir haben gestern gerade die Diskussion gehabt, logistisch wäre es gar nicht schlecht, wenn ich heute noch nach Hause fahren würde, um ein Auto zu haben, damit ich morgen Abend beim Auftritt eine andere Möglichkeit habe. Aber ich habe gar keine Lust, in diese wahre Welt zu Hause einzutauchen. Da hat niemand was davon. Nein, nicht, dass ich nicht gerne zu Hause bin. Komm, ja. Tour-Feeling, wir spielen morgen eben in Deutschland. Ja. Wir fahren dann noch 4 Stunden hin und es ist einfach schön,
in diesem Swing zu sein, ein bisschen Sehnsucht auf zu Hause zu bekommen. Die Familie weiß, dass du 2 Nächte weg bist, die atmen alle auf. Du bist wie so ein Fahrradrennfahrer. Wenn das Rennen nach Hause geht, dann geht er auch nicht bei sich zu Hause noch schnell die Wasserflasche nachfüllen oder so. Man ist in so einem Rennmodus dann drin, finde ich, solange man sich das erlauben kann. Können wir dir sehr empfehlen. Du kannst mal bei uns Probe schlafen, wenn du willst. Ja, aber zum Beispiel auch im Fußball wird oft, auch wenn man daheim spielt, wird das Hotel bezogen. Ja. Damit eben der Rhythmus und die Angewohnten nicht irgendwie durchbrochen werden mit daheim noch. Wir sind ja auch nicht alleine. Ich glaube, es ist nochmal ein himmelweiter Unterschied. Wenn du alleine bist, dann würde ich es auch nicht einsehen, ob ich jetzt alleine noch nachts eine Stunde oder zwei im Auto sitze. Aber gerade mit unserem Team, mit dem wir uns auch sehr, sehr viel austauschen müssen, müssen heißt jetzt nicht, dass das irgendwie von außen aufgesetzt ist, sondern wir leben davon, dass wir uns austauschen, und diese Gespräche entwickeln sich nur, wenn du abends ins Bett gehen kannst und morgens das Gespräch weiterführst und eben nicht irgendwie sagst, naja, ich muss aber vorher noch, was weiß ich, kann erst um 12, weil dann das Mittagessen fertig ist. Man hat eine ganz andere Effizienz, die darin besteht, dass man eben nicht effizient ist. Zu Hause bist du halt einfach auch ein bisschen mehr in den Zwecken drin. Du siehst, kommt weniger Muße auf, du bringst dann doch noch schnell den Müll raus oder machst noch schnell eine Rechnung oder hast nur die Blumen zu gießen und so. Und das bringt einen ein bisschen in das Rationale, und das Tourleben selber ist ein bisschen freier, und der Wechsel ist natürlich wirklich schön. Und was bei euch ja ein riesen Vorteil ist, vielleicht auch manchmal ein Nachteil, aber sonst höre ich oft, bei so klassischem Tourleben kann natürlich Einsamkeit aufkommen. Da habe ich jetzt bei euch nicht so Angst. Oh, das ist meine große, das ist mein nächstes viel gut. Gemeinsam mal allein sein. Ja, ich bin dabei. Also, gilt es als viel gut, oder? Wenn es angeht, dann zählt es als viel Sehnsucht gut. Nach Einsamkeit. Gerne zusammen. Ja. Ja, aber was bei uns natürlich auch, es gibt mehrere Gefahren auf dem Tourleben. Natürlich die Vereinsamung und dann natürlich auch Alkohol und so weiter. Ja. Und da sind wir zum Glück auch nicht gefährdet. Also das ist dann, da sind wir dann wirklich relativ, ich möchte nicht übernächtigt in den nächsten Tag gehen. Ich möchte den Tag auch genießen und im besten Fall noch in einem dunklen Raum sitzen und mit jemandem nettem reden. Ja. Vor allem werden wir auf der Schweiz, wir entdecken so viel. Wir machen oft Velotouren noch am Tag zum Spielort oder machen kleine Ausflüge oder Wanderungen und so. Diese Lebensfreude tanken wir zum Teil auf Tour. Also das ist das Gegenteil von Ausbrennen. Es ist ja in irgendeiner Art und Weise, es sind wie spezielle Ferien. Ja, stimmt, ja. Ja, und bezahlter Urlaub. Eigentlich ist Arbeit bezahlter Urlaub. Ja, schon der Lohn dafür, was du alles, wenn es dann funktioniert abends, kennst du ja auch. Ja, die 10 Minuten vorm Auftritt und die 10 Minuten nach dem Auftritt, ja, da denkst du wirklich, das ist eigentlich das, wovon man lebt, aber das wird man jederzeit freiwillig machen. Das Ganze drumherum ist halt irgendwie. Geht's ja auch so, dass du denkst, die Peripherie, die ganze Arbeitszeit, vielleicht 5% deiner Arbeitszeit stehst du auf der Bühne. Das sehen natürlich die meisten Leute ganz anders, oder? Das ist so. Und lustigerweise ist, wenn man anfängt, hat man das Gefühl, man wird nur das machen. Ja, ja. Aber ist ja auch das gute Recht. Was sollen sich die Leute für was anderes interessieren? Ja? Aber genau. Wie erklärst du den Leuten, was du alles machst, wenn es dir selbst nicht einfällt? Aber es ist zum Teil wirklich noch schwierig zu erklären. Aber ich weiß noch, wo der Cenk frisch angefangen hat, hat er gesagt, oh mein Gott, das war der Traum. Das ist einfach den Tag durch überlege ich mir irgendwelche Jokes, und so gehe ich auf die Bühne und das ist dann mein Job. Ja, ja. Und ich wollte es nicht wegnehmen, weil ich so gewusst habe, vielleicht für ein halbes Jahr fühlt es sich so an. Und wenn es dann aber wirklich losgeht, dann hast du auf einmal so viel anderes zu tun. Hat er sich verschenkt. Wir haben das bei Fotos. Wenn wir Fotos machen, das Ergebnis vergisst man am besten ganz schnell, wie es zu dem Ergebnis kam. Aber wenn ich jetzt, muss ich nur meiner Frau zeigen, die das ja auch schon wirklich lange, lange, lange hinter die Kulissen geblickt hat. Ja. Und die, wenn ich dann da irgendwie angestrengt nach Hause komme oder so und sage, wieso, das sind doch, oh Mann, wie geil, wie schön, dass man sich so verkleiden darf und dann überlegen nochmal, und wenn du da aber stundenlang stehst, auch wenn das Team engagiert ist und der Fotograf auch schon immer mit dabei ist, dann ist es wirklich anstrengend, eine ernsthafte Tätigkeit, die aber von außen betrachtet
total beneidenswert ist. Wenn ich das Foto dann ein halbes Jahr später auch sehe, denke ich, boah, geil, dass man sowas machen darf. Ja. Das habe ich jetzt wieder gedacht, du hast vorher kurz Swiss Comedy Awards erwähnt und dort habe ich eine kleine Rede gehalten und dort habe ich genau das gedacht. Das ist so, für alle ist so wie logisch, ja klar, der steht jetzt da und hält eine Rede, oder? Ja. Was ich in meinem Kopf blockiert habe, also angefangen halt ein paar Monate vorher, bis dann halt in der letzten Woche, wenn es wirklich ernst wird und du dann mal überlegen, was jetzt genau der Ding soll stehen. Das ist genau so etwas, das kannst du nicht nach außen erklären. Du kannst nicht sagen, wie fest das die Kopf eingenommen hat und wie fest dich das beschäftigt hat. Yeah. Und dass aber das in irgendeiner Weise auch Arbeit ist. Aus dir, es war authentisch, es kam von Herzen. Kriegst danke du gerne mein Kompliment. Dankeschön. Ich weiß genau, außerhalb des Formats bist du deutlich, hast du viel mehr Variablen, auch eine gewisse Unsicherheit, eine Anspannung, weil du natürlich dann als Person dastehst und nicht genau einordnen kannst, wie es jetzt ankommt, wie nicht und so, ist eine gewisse Konkurrenzsituation. Yeah. Durchaus eine schwierige Aufgabe, die du mit leichter Lebensfreude gut gemeistert hast. Ich mache dir ungern Komplimente, aber das ist jetzt dein Feelgood. Das nehme ich sehr gern. Das versierst mir jetzt extrem der Tag. Ja. Aber es ist schon interessant, gell? Was es so bedeutet, wie der Cenk, das ist ja dann wieder die Stufe, die dann auch wieder Spaß macht, zu überlegen, wie es dazu kommt und dann versucht man sich zu merken fürs nächste Programm. Ja. Aber das bringt ja nichts. Ja, du musst jedes Mal wieder von vorne anfangen und das Rad wieder neu erfinden. Du weißt, wie es rollt und man ärgert sich darüber, dass man es eigentlich schon erfunden hat, weil jetzt muss man es kaputt machen und wieder neu. Es darf aber dem alten Rad nicht ähnlich sehen. Und so. Genau. Also genau. Ich glaube, der größte Stolperstein ist, wenn man zu viel abliest und sich was vornimmt und die Intuition vergisst. Letztendlich musst du authentisch sein in diesem Augenblick. Es muss von Herzen kommen und musst dir so viel Gedanken vorher machen, dass du auch ein bisschen improvisieren kannst und auf die Festplatte zugreifen kannst. Aber wenn du dich eher einen festen Text hältst und das auswendig lernst oder abliest als Unterhaltungskünstler, ist es eigentlich nicht das, was die Leute hören und sehen wollen. Aber es sei denn, du bist jemand, der das wirklich sehr gut kann. Also jetzt, es gibt ja natürlich auch Komiker, die wirklich tolle Sachen auf der Bühne machen, die sie aber selbst nicht geschrieben haben, die es dann aber gut darstellen können. Bei so einer Dankesrede, wenn du denn Angst hast, irgendwas zu vergessen und so weiter, dann vielleicht lieber ins Risiko gehen und authentischer bleiben, als so festgefügte Texte ablesen. Aber es ist genau das, was passiert ist. Ich hatte Text gehabt und danach hat irgendwann, nach einer Minute oder so, habe ich gewusst, okay, jetzt kommt der Teil und dann habe ich das frei erzählt, habe natürlich in dem einen Fehler gemacht, den textlichen, der aber nicht ins Gewicht gefallen ist. Ja. So. Und das ist genau das, was passiert. Da hat man sich schon noch eine Weile darüber unterhalten. Da hast du halt nichts davon mitbekommen, aber das war das Thema bei der Aftershow-Party. Ja, wo die Leute alle sich so am Kopf gefasst haben. Das war dann viel bad. Absolut. Aber wegen dem Tourleben, was du vorher gesagt hast, Thomas, ist ja auch eben so Alkohol und all das Zeugs. Ich glaube, viel wichtiger ist ja auch, dass man es dann auch als das annimmt, indem man sagt, eben, man nimmt es auch als ein bisschen Ferien und man muss sich ja auch irgendetwas drum herum bauen. Weil eben, wenn man nur die 5% nimmt von auf der Bühne, dann wirst du kein glückliches Leben haben. Sondern es muss irgendwie alles drum herum, auch wenn es zum Teil anstrengend ist, muss in irgendeiner Art und Weise noch Spaß machen. Oder? Ja. Das eine ermöglicht auch das andere. Ich kann jetzt nicht irgendwie mit zu Hause die Muße nehmen und sagen, ja klar, als die Kinder kleiner waren, bringe ich die zum Kindergarten und gehe zum Elternabend, weil ich ja Mittwochabend frei habe. Ja. Naja, dann muss man halt, der Preis dafür ist, dass man dann auf Tour von morgens bis abends irgendwie auch am Arbeiten ist. Und sei es das Gespräch mit dem Techniker oder eben, solange man im Programmmodus ist, wirklich von morgens bis abends an dem Programm arbeiten. Den Luxus hat man natürlich in einem normalen Job nicht, wo man sagt, boah, ich muss um 16 Uhr Feierabend haben. Also wir nehmen uns ganz raus aus dem einen Leben und tauchen ganz ins andere Leben ein. Aber das eine schafft auch ein Bewusstsein, was man im anderen hat. Ist beides schön, bringt auch eine gewisse Demut mit sich, dass du weißt, du bist kein besserer Mensch, nur weil du Comedy machst oder du bist natürlich zu Hause, wirst du so oft auch korrigiert und zu Recht korrigiert und du lässt es auch zu, dass sie dir einfach harte Sachen sagen, die Kinder, ist ja wirklich eine schöne Sache und es stutzt einen auch zurecht, dass man wieder neu keimen kann. Aber es ist gut, in verschiedenen Welten zu Hause zu sein und da praktisch für die eine Welt schafft auch eine Dankbarkeit für die andere. Was ich dort schon oft gehört habe, was ein bisschen mein Problem ist,
zwischen diesen zwei Welten zu wechseln, ist zum Teil noch schwierig, weil der Fokus ist zum Teil im falschen Bereich, am falschen Moment. Ja, für mich jetzt gar nicht so. Für mich ist es mehr, wenn die beiden Welten kollidieren. Yeah. Wenn die Familie auf Tour mit dabei ist oder wenn eine Besprechung zu Hause stattfindet oder wenn man irgendwie direkt vom Auftritt mit der Familie konfrontiert wird und man ist in so einem anderen Modus noch. Also diese Übergänge sind eher schwierig. Yeah. Aber wenn man müde nach Hause kommt, ist meistens an einem Sonntagmorgen, fern nachts noch nach Hause, bist man um 2:30 zu Hause, dann bist du halt am Sonntag ein bisschen ruhiger, was jetzt die Familie auch als sehr schön empfindet. Du bist mal ruhiger. Ja, wenn ich müde bin, fragt manchmal die Martina dann, Thomas, was ist los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe nur einfach sehr wenig geschlafen. Ich habe kürzlich eine Sitzung gehabt, wo wirklich eine Vermischung von diesen zwei Welten gesehen. Nicht von meiner, sondern bei der anderen Person bin ich quasi schnell wie ins Privatleben und habe in dem eine Sitzung gehabt. Mhm. Und es war mir sehr unangenehm gesehen. Ja. Ja. Weil wirklich, du bist wie zu nahe und du denkst so, du kriegst schon zu viel mit und du solltest jetzt nicht da sein, aber du musst jetzt da sein für das Gespräch, weißt du, irgendwie so. Sehr schwierig. Man spürt ja auch viel, viel mehr, als man in Worte fassen kann. In Bruchteilen von Sekunden, wenn da ein Pärchen sitzt und die haben eine gewisse Spannung oder was weiß ich, ist dann, wir können es natürlich sehr gut überdecken, gell? Unsere Spannungen. Ja. Wir haben einfach, das ist unser Geheimnis, das Geheimnis zwischen meinem Bruder und mir ist, wir haben rechtzeitig darauf geachtet, dass eben die erotische Komponente nicht verkümmert. Jetzt hast du unser Geheimnis verraten. Ja, aber das ist ja auch mal an der Zeit. Das ist ja, wenn wir nur, das kriegt ja niemand mit, doch. Ja, wenn wir nur 97% der Ehen retten, dann haben wir schon einen Erfolg. Ja. Nein, wo hast du das gesehen? In Solothurn bin ich auftreten. Ja, Solothurn. Und die haben mir dann erzählt, dass Sportfreunde Stiller, kennen Sie die? Ja. Die haben zum Beispiel ein sehr klares Tourleben mit irgendwie, ich erfinde jetzt, aber irgendwie der eine die macht eben eine Velotour am Tag, der andere geht ins Wellness und so weiter und so fort. Und sie machen darum extra am 10 Uhr morgen, machen sie irgendwie Soundcheck. Sie probieren über die Nacht an die neue Locations zu fahren, machen am Morgen Soundcheck und dann haben sie den ganzen Tag und so oben ist dann so die Kür. Aha. Mit dem Auftritt. Das finde ich noch. Ist auch toll. Schön. Ja, wir machen es noch viel besser, wir machen gar keinen Soundcheck. Also, man kann so jeden. Also, wenn ein Programm gut ist und wir sind gut vorbereitet, dann nehmen wir es manchmal auch wirklich in Kauf, das auszureizen, dass wir sagen: Nee, wir. Der Aufbau muss professionell sein und alles, aber man treibt so ein ganz kleines bisschen auf die Spitze, dass man eben bei der Wanderung dann doch noch einkehrt und mehr oder weniger nicht auf den letzten Drücker, aber eigentlich sollte man früher beim Auftrittsort sein, aber dann hast du ein leicht schlechtes Gewissen und sagst, das Publikum und der Veranstalter darf jetzt auf keinen Fall darunter leiden, dass wir in Anführungszeichen so unprofessionell waren und eben da noch den Kaffee getrunken haben, weil es so schön war. Und dann kann man das immer wieder. Bisher hat es immer geklappt, dass man das in positive Energie, dass die Leute dann sagen, wow, das war ja wirklich besonders schön. Man darf auf keinen wie ein Sportler, der irgendwie am Abend vor dem Wettkampf noch ein Bier getrunken hat und sich dann besonders anstrengt, dass man den Trainer nicht merkt. Wir nehmen den Schwung einfach mit, haben natürlich auch der Andi, der die Requisite macht, ist alles perfekt vorbereitet. Wir müssen nicht mal einen Bühnengang machen. Es reicht eigentlich, wenn wir sehr gut gelaunt um 7:45 da sind, die Sachen anziehen und direkt auf die Bühne stolpern, kann man auch mal machen. Gerne sind wir auch ein bisschen früher da, setzen uns mit dem Ort auseinander. Aber es ist alles machbar, weil wir einfach auch ein wirklich gutes Team haben. Ja. Ich kenne das noch vom Radio, dass halt, wenn's könnte sein, dass es sich zu einfach anfühlt in der normalen Routine, baut man sich selber so kleine Hindernisse ein, damit dann eben die Spannung da bleibt, damit irgendwie die Euphorie da bleibt. Ja. Weil, wenn ich noch bin schnuppern, bei einem sehr, sehr guten Moderator, ist der, keine Ahnung, der ist damals noch auf Facebook und dann ist das Lied fertig und dann hat Foto an Schwätzen. Und während der Schwätzt, tut er mal alles in die Datenbank reinladen, wo er dann während seiner Moderation noch muss abführen und so. Ja, ja. Und das ist effektiv gesehen, damit irgendwie lebendig noch, ist. Ja. Genau, damit noch irgendetwas da ist. Ich habe das nicht können verstehen. Und
3 Jahre später machst du genau das Gleiche. Diese Stolpersteine, das macht dich schon auch zum Happening, wenn man irgendwie den anderen ein bisschen Angst hat auf der Bühne, was macht er jetzt, Überraschungsfaktoren, dann findest du wieder ein neues Timing, es wird in dem Moment neu geboren, dann bist du auch im Happening, irgendwie auf Leute eingehen, Variablen reinbringen, dann musst du nicht aus der Konserve spielen, sondern kannst den Augenblick feiern. Schrecklich ist es aber, und das muss man leider dann irgendwann auch mal erlebt haben, wenn man sich dann danach selbst den Vorwurf machen muss, das war unprofessionell oder es wird einem dann als arrogant ausgelegt gegenüber, dass man sagt, naja, komm, ich bin so ein toller Zampano, ich krieg das sowieso hin, ich brauche mich gar nicht vorbereitet. Das ist schmaler Grat, ja, auf jeden Fall. Man erlebt es ja immer wieder, auch schuldlos manchmal. Manchmal ist die Konzentration einfach nicht da, ja. Ich sage jetzt nicht, dass wir das jedes Jahr einmal erleben oder so, aber dieses Gefühl kennt man auch und der Preis ist so hoch. Wenn du auf der Bühne stehst, bist du dazu verdammt gut gelaunt zu sein. Mhm. Es hat ja niemand was davon, wenn du dann irgendwie in dem Moment hingehst und sagst, Leute, heute ist echt nicht witzig, weil ich bin nicht gut drauf und tut mir leid, den Witz bringe ich sonst besser. Aber ich musste es einfach durchziehen, das ist die Vereinbarung. Ihr sitzt halt 1,5 Stunden von hier. Ja. Du musst ja weiter gute Miene zum bösen Spiel machen. Das ist ja die einzige Chance, die du hast. Und dann eben das kommt beim Publikum dann glücklicherweise, man hat ja einen gewissen Fundus, ein gewisses Handwerkszeug. Usain Bolt rennt auch noch schneller als ich, auch wenn er irgendwie nicht trainiert hat oder so. Ja. Also, aber dieses, das ist so ein schlimmes Gefühl, was man dann unbedingt versucht zu vermeiden. Diese Hilflosigkeit oder diese... Volker, Usain Bolt, jeder rennt schneller als du. Ja. Da musst du nicht in Superlativ nehmen. Ja, aber Usain Bolt auch, ich habe doch nichts anderes gesagt. Ja, ich meine nur, also das ist so ein sehr einfacher Vergleich. Aber wie ist das denn, wenn man zu zweit ist? Ich weiß noch, ich habe ein wirklich, das ist so für mich der Wegweiser gesehen. Ich bin einmal auf der Bühne und erst 20 Minuten später bin ich effektiv auf der Bühne gesehen. Mhm. Und dort habe ich so wie die große Erleuchtung gehabt für mich, das darf einfach nie mehr passieren. Aber weißt du, wenn man zu zweit ist, wenn dann irgendwie, ich sage jetzt, der eine spürst, da ist jetzt nicht so da. Du kannst den anderen schon, wir haben auch noch die Techniker, die mit vielen Variablen arbeiten, dann nimmt man hat schon, wir sind ja auch Sportler, und wir sehen das, die Leute haben wirklich verdient, möglichst einen sehr guten Abend zu haben. Und diesen extra da muss ich, es ist einfach auch, die Atmosphäre reißt einem schon aus dem Alltag raus. Alle wollen lachen. Ja. Haben sich Plätze reserviert, freuen sich schon eine Woche drauf und dann hast du natürlich, es ist gar nicht so schwer, gut gelaunt zu sein. Bei euch freuen sie sich eine Woche, bei mir freuen sie sich vielleicht 5 Minuten vorher. Ja, aber weißt du, bei uns freuen sie sich auch noch eine Woche später, bei dir. Ja, nur 5 Minuten noch. Wir sind halt auch zu zweit, deswegen haben wir den Doppeleffekt. Ja. Sehr schön. Einerseits natürlich, also es ist auf jeden Fall einfacher zu zweit und ich frage mich wirklich, wie schafft man es allein? Es gibt natürlich so Tricks, die ich für mich gefunden habe, nämlich, dass ich ja trotzdem nicht ganz allein bin. Sprich, erzähl mal. Ja, man ist dann allein auf der Bühne mit dem Solo, aber ich habe seit 2017 habe ich in irgendeiner Art und Weise immer Support-Acts dabei. Wo dann halt, früher haben sie noch nach der Pause auf 10 Minuten und jetzt ist es wirklich ein Block. Ja. Die erste Hälfte ist quasi Support. Und das habe ich dann gemerkt, zum Beispiel mit dem Cenk, haben wir schon ein paar Mal darüber geredet, da hat es eine Show gegeben, wo er von der Bühne kommt und sagt, das ist jetzt nicht schlecht gewesen, aber irgendwie komisch. Und nachher gehe ich auf die Bühne und ich weiß genau, was er meint. Ja. Und das hat mir dann so ein starkes Gefühl gegeben von, eben, ich bin nicht einsam. Oder, ja. Weil wenn du ganz allein das erlebst, egal wem du das erzählst, du hast nicht jemanden, der das auch erlebt hat. Das heißt, du kannst es trotzdem nicht wirklich teilen. Ja. Und in dem Moment habe ich dann so wie gemerkt, dass es das ist. Das heißt, ich bin nicht ganz allein. Ich bin vielleicht allein auf der Bühne in dem Moment, aber klar, in vielen Orten auch Techniker dabei. Das sind auch zwischen zwei Leuten, immer jemand von denen. Aber und die Zuschauer sind so ein Organismus, den du, wie kommt eine kollektive Stimmung,
kommst auf die Bühne, manchmal klatschen die Leute, yeah, manchmal klatschen sie nicht. Hat es was mit dem Wochentag zu tun? Hat es was mit der Gegend zu tun? Du kannst keine pauschale Antwort geben. Es ist auf eine Art eine Magie, die sich nie erschließen wird. Warum klatschen sie an der Stelle? Manchmal gibt's so ein, es gibt nicht mehr als 3 Klatscher innerhalb von 40 Sekunden. Yeah. Deswegen können sie an der nächsten schon nicht mehr klatschen und du musst es immer wieder neu erleben. Das ist schon Wahnsinn. Gell? Und was ich so faszinierend finde, ist, wie wirklich ein ganzes Kollektiv innerhalb von Bruchteil von Sekunde als Kollektiv entscheidet. Ja, und du, ja, eben, du kannst und nicht erklären, warum. Die Variablen sind dir nicht bekannt. Nein, du kannst nicht erklären, warum, ja, aber du bist noch immer, ja, und alle zusammen, 200, wie viel bei euch auch immer, 1000, entscheiden in dem Moment alle gemeinsam. Da lachen wir jetzt. Je mehr Leute sind, desto vorhersehbarer wird es. Ja. Weil irgendjemand klatscht, dann hast du plötzlich, es ist fast leichter, vor 1000 Leuten zu spielen, als vor 50. Aber die Konvention muss eingehalten werden. Und das ist irgendwie wie immer im Leben. Ja? Unsere Frauen sind ja Lehrerinnen. Der Konrad, unser Techniker, hat gestern eine Geschichte erzählt, wo die Konvention nicht eingehalten wurde. Er wacht auf und denkt, komisch, hat gar nichts gehört. Tochter hat die Schule verschlafen. Ja? Mhm. Irgendwie 15 ist die, glaube ich. Dann geht er zu ihr hin und sagt, hier, hast du verschlafen? Tochter sagt, ja. Ja, und was machen wir jetzt? Nix. Ja, gehst du jetzt schon noch in die Schule? Nee. Also, wo du einfach, weißt du, diese Konvention, das gibt es ja manchmal ganz, warum ganz... Warum gehst du nicht zur Schule? Dann sagt sie, weil ich die bin, die ich bin. Das ist gut, ja. Und da hast du überhaupt keinen Ansatzpunkt, ja? Wenn ja das Publikum sich hinsetzen würde und nicht die Bereitschaft hätte, dir zuzuhören, ja, und nicht irgendwie den Wortverdreher als lustig zu empfinden, sondern einfach, hä, wieso verdreht denn jetzt das Wort? Das ist ja, da verstehe ich ja den Inhalt gar nicht mehr so. Oder, ja, oder ich weiß nicht was, die ganz, ganz selten ist es mal, haben wir irgendwie so eine Szene gehabt, also unsere CD 2002 haben wir mal eine CD aufgezeichnet und da hatten wir so ein paar flache Wortwitze. Was weiß ich, wenn du beim Auto, was ist denn, beim Auto sind die Reifen weg, ja, wartest einfach bis Herbst wird, dann gehst du an einen Apfelbaum, wartest bis die Reifen Äpfel runterfallen, schmeißt die Äpfel weg, hast neue Reifen. Ja, das, wenn du das jetzt einfach unvorbereitet dem Gegenüber im Zug erzählst, yeah, findet er das auch überhaupt nicht witzig. Yeah. Aber wenn du es im Publikum erzählst, und da ist aber nur einer dabei, der die Bereitschaft nicht hat, darüber zu lachen, sagt dann, dann kann die Stimmung auch wirklich ganz schnell kippen. Ja? Yeah. Dann ist eben diese Vereinbarung zwischen dir, dieser Vertrag nicht eingehalten, dass die Leute sich darauf einlassen, was Absurdes zu hören. Oder du in Unsicherheit fängst du plötzlich an, schneller zu reden, dann steigen die Leute noch mehr aus. Yeah. Also die Souveränität zu haben, pass mal auf, ich krieg euch schon noch. Am besten im Herzen. Da musst du natürlich auch manchmal ein Tal durchschreiten, um wieder neue Höhepunkte zu bekommen. Aber ich finde, das merkt man bei euch wahnsinnig, weil ich bin mit euch auch schon an Ort auftreten, wo die Bedingungen vielleicht eher schwierig sind. Und dann die Ruhe und nicht gefälschte die Selbstsicherheit, sondern wirklich einfach, wir wissen, was wir machen. Und darum kommt es dann am Schluss auch gut, überdreht sich ja dann trotzdem. Aber es ist kein Selbstläufer, gell? Das ist dann wirklich, ja, die Herausforderung. Und, ja, da bin ich natürlich wirklich dankbar. Darf jetzt mein Bruder, Thomas, hör mal nicht zu. Ja, ich mach die Augen, ich habe die Augen geschlossen. Und das ist wirklich auch das Spannende und wirklich ein Genuss. Da können wir uns ja, wir spüren es ja dann gemeinsam und man hat dann immer die unterschwellige Hoffnung, spürt der andere das Gleiche, mhm, ist er auf dem gleichen Pfad wie ich. Mhm. Dann versucht man den Weg zu setzen, so ein Signal unterschwellig, was der andere dann versteht. Dann versteht er es, aber ist nicht der gleichen Meinung, versucht dann sein Signal zu setzen, dass, yeah, es in die Richtung weitergeht und sagt, ja gut, ziehe ich jetzt meinen Stiefel durch. Habe ich denn überhaupt recht? Ach, zieh mal sein, geh mal lieber auf seinen Pfad, weil dann kann ich mir nachher den Vorwurf machen, dass es eine scheiß Idee war. Ja. Aber dass das, ja, wirklich oft. Aber ich gebe mir dann auch die Schuld, dann sind wir wieder einer Meinung. Für einmal. Aber es ist schon so, gerade die schwierigen Auftritte. Wir hatten vor Jahrzehnten haben wir gespielt bei Rock am Ring in Nürnberg. Wirklich? Wow. Das war im Comedy-Zelt. Comedy-Zelt, ja. Das war der einzig überdachte Platz auf der Eifel. Da waren also alle, die zu besoffen waren, um im Schlamm zu liegen, sind dann da reingegangen. Das war dann das Comedy-Publikum. Ja, das war die Leute, die durchschnittlich, wir haben moderiert, ja. Wir waren den ganzen Tag waren wir da in diesem Comedy-Zelt. Und da waren wirklich gestandene Komiker, die zum Teil auch noch heute am Markt sind. Jeder hatte eine Auftrittszeit von einer halben Stunde und es hat fast keiner mehr als 15 Minuten geschafft. Wirklich? Und alle, ja, von der Bühne gepfiffen.
aufhören, aufhören, ey, mach doch mal was Lustiges. Der eine geht, gibt dem Publikum das Mikro und sagt, hey, was ist eigentlich dein Problem? Fragt er so einen Hooligan, so einen Skin. Dann sagt der Hooligan, mein Problem ist, dass du ein Arschloch bist. Und alle Leute rufen, Arschloch, Arschloch. Die haben alle eine gute Zeit. Aber ja. Das ist ja ein kollektiver Organismus. Wo einfach, Und das grundsätzlich, die Leute hatten eine gute Zeit, waren beim Rock am Ring, die Konvention wurde eingehalten. Genau. Aber das war wirklich, da hätte es eigentlich einen Psychiater hinter die Bühne stecken müssen, um die Komiker wieder aufzurichten. Das waren eigentlich wirklich alte Träume, die man bei vollem Bewusstsein erlebt hat. Nee. Und dann war die heraus, wir hatten ja dann Zeit, ja, wenn wir da mittags angefangen hatten, war es auch noch nicht so schlimm wie nachmittags. Und dann hat man da auch gesagt, jawohl, die Meute kriegen wir auch noch. Und aber du weißt, du kannst den Zug der Niveaulosigkeit nur lenken, wenn du dich an die Spitze setzt. Du musst also der Lokführer sein und dann kannst du leicht ein bisschen abbiegen, aber du musst erstmal die Leute kriegen. Und das haben wir durch zweifelhafte Aktionen geschafft. Da durfte auch keine Kamera mitlaufen. Aber der hat gewusst, was mache. Wenn du da bist, dann muss er durch, ja. Also. Das ist eine von den Geschichten von Bill Burr, wo irgendwie, ich glaube in Philadelphia ist es gesehen, hat es so ein riesen Festival gegeben, draussen und auch einfach irgendwie 13.000 Betrunkene und sie haben einen nach dem anderen von der Bühne boot und einfach nicht zugelassen und was weiß ich. Und er ist dann so hassig gesehen, dass die so sind, dass er auf der Bühne ist und einfach für 15 Minuten die Leute dort und Stadt einfach geroastet und beleidigt hat bis zum geht nicht mehr, dass sie am Schluss komplett ausgerastet sind, weil sie wirklich eben wahrscheinlich das gebraucht haben, ja, weil sie sich so aufbäumt haben und dann einfach wie jemand gebraucht haben, wo zurückkommt und sagt, wir hatten beim Soundcheck seinerzeit, es waren auch echt schwere Jungs an Mischpuls und so, und beim Soundcheck habe ich gesagt, Freunde, wir müssen leider kurz eine Trauerminute, Soundcheck muss unterbrochen werden, aber der Hamster Sternchen Lieschen ist heute gestorben, meine Tochter ist 4 Jahre alt und ich möchte gerne, dass ihr Respekt zollt. Da haben alle Sternchen Lieschen und so. Und am Schluss, am nächsten Tag sind wir in der Rock im Park gefahren. Da waren 30 Heavy Metal Leute schwarz angezogen mit Kondolenzbekundgebung, mit Plakaten. Wir trauen um Sternchen Lieschen und so. Also die hatten sich halt ausgetauscht, gell? Ja, dieses waren sehr wirklich, alle haben dieses Spiel mitgemacht, dass dieses Meerschweinchen ein Hamster. Das ist doch der Komiker, dass der heute spielen kann, wo gestern Sternchen Lieschen gestorben ist. Ja, das war, auf jeden Fall war es auch wieder ein Happening im Backstage, was uns natürlich auch auf der Bühne wieder geholfen hat. Dieses dämliche Sternchen. Aber das ist dann natürlich auch wieder das ist nächstes Feelgood. Diese Situation, so elend wie sie ist und so sehr man sich aus der Situation rauswünscht, es ist an sich kein Schaden entstanden und wir haben uns mittlerweile schon, weiß nicht, wie viele Stunden waren wir da auf der Bühne und wie viele Stunden haben wir schon im Nachhinein uns darüber gefreut, sowas erlebt haben zu dürfen. Ja. Also Peinlichkeit für mich ist wirklich gespielte Peinlichkeit, wo die Leute ist definitiv ein Feelgood, die große Peinlichkeit hatten, unschätzbaren Unterhaltungswert, wenn du dann danach wieder wie ein Phönix aus der Asche kommst, die Leute merken, oh, das war jetzt Gott sei Dank, war doch inszeniert, Teil der Dramaturgie, aber dieser Mut, sowas zu durchschreiten und diese Fassungslosigkeit in den Leuten, jetzt ist er wirklich abgestürzt und irgendwie komplett aus dem Rhythmus und so. Das hoffentlich ist es geplant. Das ist das nächste Feelgood. Ja. Schon, oder? Ja. Die große Peinlichkeit, die dann umso mehr zum Höhepunkt wird. Es kommt immer wieder, wir kommen da schon immer wieder auch die Sportanalogien im Sinn, wenn du dir vorgenommen hast, den Berg zu schaffen und danach noch einen Berg, dann wenn du es dann wirklich, wenn du nach beim ersten Berg denkst, oh Mann, der nächste ist nochmals, das schaffe ich ja nie und dann schaffst du es eben doch. Yeah. Man muss dieses Überwinden des Tiefpunktes oder dieser Respekt davor, ja, den du kriegst den Gipfel nur, indem du den Anstieg schaffst. Und es ist gar nichts geholfen, wenn du, jetzt auch bei einem Auftritt natürlich, es bringt einem niemand was, wenn die 1:20 gut ist und dann 10 blöde Minuten und die Leute gehen mit einem doofen Gefühl nach Hause. Das bringt, das ist... Absolut. Ja, muss auch wirklich bis zum Ende durchhalten. Ja. So wie zum Beispiel in Stuttgart, wir kommen ja aus Freiburg, spielen in Stuttgart, Volker sagt, wir kommen aus Freiburg, hat übrigens einen Fußballverein in der ersten Bundesliga.
Damals das sind natürlich so Scherze. Ja. Stuttgart war in der zweiten Bundesliga. Und der Start gesehen. Ja, aber das ist dann schon wieder so, dass du die Leute echt zum Teil echt verloren hast, weil die so patriotisch sind. Du ja, kannst logisch. Ja natürlich auch, aber ist natürlich auch sehr souverän, sowas zu behaupten. Aber das du musst dann auch gar nicht bewusst, dass Stuttgart da nicht in der ersten Liga war. Aber das sind ja dann eben zum Teil auch auf der Bühne Hindernisse, wo man sich einbaut, ja. mit dem Ziel, sie dann nachher zu kriegen. Ja. So, oder? Ja, klar. Ja gut, und wenn der andere dann sagt, die Sympathien wenigstens bei mir oder sowas, also es gibt dann schon Möglichkeiten zu retten und man muss dann halt das dann auszusitzen und irgendwie zu sagen, oh Entschuldigung, ich wollte jetzt niemanden verletzen, das kannst du ja auch nicht machen. Gell? Ja. Also dann muss halt der andere so lange die Wunde aufreißen, bis der Knochen unterhaltsam ist, den man drunter sieht, ja. Aber das ist so eine Anekdote aus Las Vegas vom, glaube Buddy Hackett, wo wirklich zu seiner absoluten Blütezeit hat auf die Bühne können kommen und einfach blüb sagen und die Leute sind schon komplett abgelegen. Und die Anekdote ist, dass er dann auf die Bühne kommt und eine Frau in der ersten Reihe wirklich ganz, ganz heftig beleidigt und einfach die ganze Stimmung weg ist und am Schluss dann natürlich trotzdem Standing Ovations hat. Aha. Und der Komiker, den ich schaue, hat ihn gefragt, was hätte das am Anfang sollen, und er so, eben, das ist einfach für mich, um es spannend zu behalten. Aha. Damit sie die Leute eben noch kann holen und nicht einfach, okay. dass ich sie von Anfang an habe. Aha. Ja. Zweifelhaft, gell? Also dann hat der Erfolg auch seine Schattenseiten, wenn du da so ein Opfer brauchst. Ja. Genau. Was schon sehr, ja. Also ist für mich sehr abgefuckt ist nicht so. Unsere Art der Comedy. Wir möchten eigentlich keine Witze auf Kosten von Dritten machen oder die Zuschauer sollen zwar die Angst haben, aber es soll wirklich keiner drüber leiden. Ich möchte eigentlich wirklich gerne und wir machen uns gegenseitig gut und schlecht und aber wir holen auch niemanden auf die Bühne und so weiter. Ist nicht so unsere Philosophie, anderen Leuten Schmerzen beizufügen. Ja. Ich bin mir eigentlich identisch. Ja. So, ich habe kein Gegenüber. Wobei, als wir hier reingekommen sind, hast du uns schon Schmerzen beigegeben. Ja. Muss man schon sagen. Gut, das habe ich gar nicht gesagt. Verdrängt schon. Ja, schau mal, der Cappuccino hat nie stattgefunden. Ja, war ohne Milch, weil es ein Espresso war. Ja, stimmt. Vielleicht lag es daran. Aber bei den Peinlichkeiten, die man einbaut, wo man dann auflöst, das habe ich früher müssen feststellen. Die große Kunst ist, den Leuten dann auch zu zeigen, eben, dass man es auflösen kann und dass es eine bewusste Peinlichkeit gesehen ist. Weil das ist mein Problem am Anfang, als ich so eine Late-Night-Show noch gemacht habe im Theater. Und da habe ich wirklich für eine Folge habe ich gefunden, da machen wir jetzt extra, dass alles schief geht. Oder? Und nachher ist einer gekommen und hat gesagt, du, das ist okay gewesen, aber also ein bisschen besser vorbereitet solltest du dich schon. Und, ja, Wahnsinn. Und, weißt, und ich wirklich so in meinem Kopf, ich habe mich 4 Wochen auf die Show vorbereitet. Das ist alles so. Wenn es einer sagt, gell. Aber es war mein Fehler gewesen, dass ich anscheinend gleich nicht... Ja, oder gut gespielt, ja. Ja, eben, dass ich gleich nicht genug gezeigt habe, dass das also ich find's manchmal, so sein sollte. Wenn es wirklich eine elende Situation ist, aus irgendwelchen Gründen, und du sagst dann nachher Menschen deines Vertrauens, Techniker oder Familie oder sonst irgendjemand, so, dann, oh Mann, das war aber wirklich, dass sowas auch noch passieren muss. Und er sagt, das war doch das Beste dran. Und sagt, nein, das will ich nicht erleben. Das ist gut ausgegangen. Aber es ist manchmal ist es so anstrengend. Die häufigste Frage, war das geplant oder ist das wirklich passiert? Ist eigentlich ein Kompliment, diese Frage. Ja. Diese Mischung aus wirklich wunderbaren Sachen, die von außen, wenn du draußen spielst, hast du viel mehr Anknüpfpunkte als im geschlossenen Saal, wo die Türen zu sind, wenn ein Fenster aufgeht, ein Blaulicht, ein Zug fährt vorbei, oder? Da kannst du viel, viel besser improvisieren als jetzt an einem abgeschlossenen Raum. Aber wir suchen richtig danach, dass irgendwann, wenn irgendwas passiert, nehmen wir es gerne als Vorteil auf. Ihr spielt ja auch wirklich gern draußen. Das ist der große Unterschied zu, ich sage jetzt 95% aus der Stand-Up-Comedy. Nie im Leben würde die Welle freiwillig draußen spielen. Aha, habe ich mir noch nie Gedanken dazu gemacht. Weil Stand-Up-Comedy so stellvertretend ist für klein, dunkel, ranzig. Ja. Die Leute sollen im Dunkeln sich geborgen fühlen und darum auch mal können lachen über etwas, wo man jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht würde lachen. So, das sind ja so ein bisschen die Grundgedanken dahinter. Ja. Ich habe sehr gern
auch schon, nicht immer, aber auch schon sehr gerne außer Shows gespielt. Aber die machen es ja wirklich auch als effektive Show. Der Poolspaß und im Schnee haben die auch schon spezifische Shows gemacht. Und das ist, glaube ich, das ist ein großer Unterschied, dass die die Außenwelt effektiv willkommen heißen für eine Show. Ja, ist auch wirklich interessant, wie wir haben jetzt gerade eine Schwimmbadshow im Hallenbad gespielt. Ja. Yeah. Und ein Freund von mir, der auch in der Fotografie zu Hause ist, hat die Schwimmbadshow auch draußen gesehen. Und er hat die Figuren in dem Hallenbad komplett anders wahrgenommen. Ah, wirklich? Ja, weil einfach dann die Ablenkung fehlt, weil du im Hallenbad halt wie auf einer Bühne dann den Fokus ganz genau drauf lenken kannst. Ja. Yeah. Und er hat uns tagsüber gesehen und jetzt haben wir abends gespielt, wo wir mit Lichteffekten natürlich ein bisschen mehr uns ins Rampenlicht stellen konnten mit farbigen Dingern. Und es ist dann mehr eine Inszenierung. Ja, ja. Aber gleichzeitig auch wieder, wenn du außen spielst, ist ja wirklich auch fantastisch, wenn du dann auf den Baum klettern kannst und da, weißt du, dann musst du nicht irgendwie heimlich oder schaut jemand vom Fenster zu, du bist mit einem Follow, gehst auf das Haus und fragst, ey, Freunde, hier sind 200 Zuschauer, die haben alle Eintritt gezahlt und dieser Mann schaut aus seinem Fenster hier heimlich auf die Bühne, das ist ein kollektives Buh-Wert und so. Weißt du, dann hast du plötzlich jemanden, der einfach plötzlich im Rampenlicht ist und einfach nur aus dem Fenster schaut, den du praktisch Teil dieser Show hast und so. Manchmal bringt man ihn dazu, dass er sogar noch zum Auftritt kommt, wenn man dann kriegt dann Szenenapplaus oder solche Sachen sind dann halt wirklich sehr schön, wenn man die mit einbauen kann. Oder am Rotsee war das jetzt, im Sommer haben wir gespielt am Rotsee, auch Schwimmbadshow. Mhm. Und du bist ja in der Buddy, die Leute schauen aufs Wasser. Und auf der anderen Seite, das andere Ufer, der ist ja recht schmal, der See, ist ja dieser Rudersee da bei Luzern, fährt halt wirklich alle 4 Minuten fährt eine Bahn vorbei nach Luzern rein. Und dann ist es beim ersten Mal witzig, wenn du irgendwie sagst, Mensch, jetzt ja, guck mal, der Witz, jetzt kann man den genau jetzt machen. In Deutschland hätte man ihn später machen müssen, weil da kommen die Züge immer mit Verspätung. Beim nächsten Witz machst du irgendwie, der transportiert Schwalben, wieso, das sind Zugvögel oder so. Also 2-3 Mal hat man Fundus und da das wirklich dann 15 Mal pro Show passiert, ist die ersten 4 Mal witzig, dann 6 Mal überhaupt nicht witzig und dann 5 Mal wahnsinnig witzig, dass du eigentlich gar nicht mehr spielen musst, sondern nur noch auf den nächsten Zug warten musst. Und das kannst in der Bettmeralp, wir spielen an einem kleinen Bergsee auf 1800 Meter Höhe, du siehst ein paar Wanderer, die einfach eine Tagestour machen und die müssen aber bei uns vorbei. Dann sagt man natürlich schon, also liebe Zuschauer, in 10 Minuten kommt diese Wandergruppe hier vorbei. Wie seht sie da hinten schon am Berg und so? Du siehst die ja wirklich ewig runterkommen, gell? 300 Leute schauen und diesen Wanderern entgegen, die an uns vorbei müssen. 3 Minuten bevor die da sind, kannst du reden, was du willst. Alle Leute schauen und du bist praktisch ein Organismus, die auf diese Wanderer und es ist dann so eine Schadenfreude und so eine Vorfreude, dass du aus diesem ganz speziellen Augenblick, dass du den dramaturgisch nutzen kannst. Das glaube ich. Und das ist ja eben der große Unterschied zu einer Show drinnen. Das ist eben eine Peinlichkeit, muss wie in irgendeiner Art und Weise bewusst stattfinden. Weil sonst ist es einfach, auseinandergeht. Ja. So, oder? Und draussen kannst du alles aufnehmen. Ja, ja, klar. Ja, und 1-2 Mal pro Chance hat man auch die Möglichkeit zu sagen, ist ja jetzt total peinlich. Ich weiß gar nicht, was ich da, sorry. Ja, also. Ja, der Veranstalter zwingt uns zu solchen Witzen. Wir wollten damit nur eine Zugabe verhindern. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge. Ganz kurze Info für die, die es noch nicht gehört haben oder nicht haben wollen hören. Mein aktuelles Programm Zero hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf. Jetzt auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei. Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Josa Brizza und Teddy Hall. Also könnt schnell jetzt Tickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann. Sehr schön. Dreht's viel gut? Wir haben jetzt 2 gehabt. Ja. So, im Großen. Ja, stimmt. Wir sind erst bei 2. Ja, wir sind ja auch zu zweit. Ja. Das nächste müssen wir uns teilen. ja. Na, da, momentan ist so das viel gut. Also wir sind ja nun mal Brüder, ja. Wir haben so ein familiäres Feelgood. Unsere Eltern sind mittlerweile sehr alt und sehr, sehr. Also das Feelgood, wenn man wir wechseln uns da ganz gut ab, was die Betreuung der Eltern angeht. Wenn man dann praktisch dieses Ding bei dem anderen loswerden kann, ja, auf der Heimfahrt, wo man sagen kann, hier Vater oder Mutter.
wenn man da das Beispiel, das ist jetzt ein ziemlich ernsthaftes Spielgut, aber das ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass man dem anderen sagt, boah, krass, und das war jetzt wieder, ich muss mir da, muss mir jetzt ein bisschen von der Seele reden und du weißt, dass der andere da Verständnis dafür hat. Weil aber es ist auch ein Workshop, du sitzt mit denen am Tisch, gibt eine gewisse Rivalität, in 60 Jahren Ehe hat sich so einiges und dann bist du da und sagst, hey, die machen eigentlich wahre Comedy, die wissen es zwar nicht, aber was so geredet wird und du hast mittlerweile so einen Abstand als Kind, dass du einen schön beobachten kannst und auch ein paar so Verhaltensmuster aufdeckst, die dir im Verborgenen waren, sondern irgendwie auch schön, dass man denkt, hey, man kann noch viel lernen von den eigenen Eltern, ohne dass die das beabsichtigen. Und dass man eben am Schluss jemanden hat, wo man es auch wieder kann teilen, oder? Ja, Gott, absolut, ja, klar. Und wo die Eltern auch davon ausgehen, dass das da sich auch wieder freuen, dass es aufgeteilt wird. Und das ist natürlich ein Feelgood zu wissen. Es gibt ganz andere Hürden im Leben, auch, gemessen an so einem Tour, auch, dass man mal ein bisschen müde ist und was weiß ich, diese Dankbarkeit, was man hat und dass die Eltern noch so parat sind und so weiter, dass man diese ganzen Sorgen und Nöte auch, dass man sich mit denen austauscht, da verschwinden alle Probleme, die du in der logistischen Alltag hast, eigentlich auf ein Minimum. Und da kannst du natürlich auch Demut generieren, die du einfach dann, wer bin ich schon, was mache ich überhaupt, nimm dich mal nicht so wichtig, sondern genieß den Augenblick. Das ist sehr schön gesagt. Ja, habe ich übrigens auswendig gelernt. Ja. Das ist sehr schön. Was, 60 Jahre Ehe? Mehr noch. Mehr? Ja, die 64, nächstes Jahr 65. Ja. Also ich habe neulich mal gefragt, ob wir eigentlich alle Wunschkinder sind. Ich sag, guck, meine Mutter sagt, ja, mein Vater guckt mich an, sagt, naja. Dann frage ich, hey, meine Mutter fängt an zu weinen, nimmt mich in den Arm, sagt, Thomas, bitte glaube mir, wir haben dich genauso lieb. Jetzt wissen wir aber bis heute nicht, wer von uns beiden nicht das Wunschkind war. Also wenn ich jetzt aus Lust entstanden bin, kann ich sehr gut damit leben. Wir sollten vielleicht auch mal den Mann hier am Monitor ansprechen, der so viel technisch möglich macht. Hallo, der Christoph. Ja, wie geht's dir, Christoph? Mir geht's wunderbar. Ja, werde bestens unterhalten. Hast du auch? Ja, ist auch sehr tiefsinnig. Ja, das finde ich schön. Aber es ist ja schade, dass du bestens unterhalten wirst. Du solltest lieber uns zuhören. Ja, stimmt. Genau, eben. Hast du auch Geschwister? Ja. Ist da auch einer ein bisschen doof? Also ich möchte jetzt nicht auf dich direkt ansprechen, aber... Ich glaube nicht, nein. Mhm. Das ist schön. Mhm. Ja, siehst du, wenn er schon mal glaubt. Also mein Bruder glaubt auch, dass er nicht ein bisschen doof ist. Ist ja auch Geschmackssache, oder? Also, Und bist du in der Reihe von Geschwistern oder in der... bist du der Älteste? Ich bin der Ältere, ja. Mhm. Wieso hast du keine Glatze? Ich bin der Jüngere und habe die Glatze. Ach so, stimmt. Genau. Aber leiden die anderen darunter, dass du so ein toller Mensch bist? Weiß ich nicht. Müsste man sie mal fragen, ja. Mhm. Ja, dann ist viel gut, ja. Kann man sagen, das wird mal ein Podcast in sich. Ja, genau. Ja, gute Frage. Family. Da müsste ich mal, genau, meine Family. Das ist auch aber man hört dich jetzt schon Thema. Oder bist du unerhört? Beides. Aber dein Mikro ist auch an, oder? Ja, das Mikro ist an, ja, genau. Ja, ist ja schön. Ich muss mich ja hier wehren können. Das schön. Ja nicht, magst du dich zu uns an den Tisch setzen? Weil dann hat er die Technik mehr im Griff, Thomas. Ja, das ist ja meine Absicht. Aber nee, ist schon okay. Ich war ja schon mal mit euch am Tisch. Ja, das war wirklich auch spektakulär. Da haben wir uns vorher darüber unterhalten. Wir wollen einfach gerne diese Angst nochmal aufkommen lassen. Hatte die Angst? Wusste ich gar nicht. Nein, nicht unsere. Sonst würden wir sie nicht gehen. Das sollte ich heute noch ein bisschen traumatisiert. Also, wenn ich gesagt habe, Europax kommt, hat er gesagt. Er hat Sachen weggeräumt. Arisch an dem Tag nicht da. Ich habe schon gehofft, ich habe schon gemerkt, wie du uns das Sie angeboten hast. Ja, genau. Aber das gibt es natürlich dann auch mal. Da fällt mir auch die eine oder andere Anekdote an, wo man denkt, sag mal so, was eilen uns denn für Gerüchte voraus? Das ist ja Wahnsinn, ja. Wo man dann wirklich manchmal denkt, dass die Leute Angst vor einem haben, ja, dass man dann irgendwie sagt, nee, ich bin jetzt doch kein fletschendes Raubtier. Naja, CFK-Theater. Ja, klar, natürlich. Der kommt ein mit sich. Aber hast du, Thomas, immer das Gefühl, dass du der älter bist? Ja, klar. Also mein Bruder, hatte 4 wunderbare Jahre ohne ihn. Die hatte er bis heute nicht. Kommt noch. Das möchte ich noch miterleben.
Aber es gibt Verhaltensmuster, die sind zum Teil schon erschreckend. Ich möchte die gar nicht so reflektieren, aber in manchen Dingen komme ich mir wie der ältere Bruder vor, obwohl ich es nicht bin. In vielen Dingen ist aber mein Bruder eigentlich gerade so im rationalen, im verantwortlichen Bereich und so ist er eigentlich der Ältere. Ich bin ihm auch sehr dankbar dafür und bewundere ihn auch dafür. Wir sind auf eine Art haben wir sehr gute Synergien, würde ich sagen. Also meine Schwächen sind deine Stärken, würde ich sagen. Ja, also, ja. Gott sei Dank hast du so wahnsinnig viele Schwächen. Nein, das stimmt schon. Wir haben es gerade heute Morgen, gell? Den Satz habe ich zum Konrad gesagt, irgendwas hat wahnsinnig genervt. Autoschlüssel. Ja, irgend sowas. Und er hat gesagt, ich bin gerne bereit, das in Kauf zu nehmen. Denn ich profitiere so viel von den anderen Dingen. Muss man halt auch über solche Bagatellen wie der Autoschlüssel, der im Hotel liegen geblieben ist und wir wieder zurückfahren mussten, muss man halt großzügig drüber hinwegsehen. Ich im Hotel schlafen müssen. Ja, eben. Das ist ja Schuld vom Hotel, ja, dass die noch Platz für einen Autoschlüssel haben, der da einfach so rumliegt. Sind Sie drum zu spät gesehen? Nein, zu spät waren. Wir waren da schon noch rechtzeitig da. Ach so. Wir haben am Bellevue noch einen Kaffee gehabt. Eigentlich. Wir wollten ja, Bellevue, das war die ideale Kombi. Eigentlich haben wir einen Grund, schlecht gelaunt zu sein. Gell? Unser Tag war durchgetaktet bis zum geht nicht mehr. Aufgewacht, dann schnell den Kaffee im Hotel, also erstes Feelgood, aber Frühstück im Hotel ist selten ein Highlight, weil man erstmal ein kleines bisschen Hunger braucht. Zu Hause frühstücke ich auch nicht. Ja. Dann also Straßenbahnfahrt zum Bellevue, aber vorm Cappuccino im Bellevue kurz eine Wurst beim Sternengrill. Oh, weil du willst den Kaffee nach der Wurst und nicht den. Aber dann, und da ist eine Welt für mich zusammengebrochen, der Sternengrill macht erst um 11 Uhr auf. Ja. Und wir haben schon Speichelfluss gehabt. Elend. Der Gaumen hat ja keine Augen. Du denkst natürlich, Jetlag. Wurst und so, und dann kriegst du nur einen Cappuccino. Ich wollte schon salzen Cappuccino, um meinem Gaumen vorzutäuschen, dass es eine Wurst ist. Und jetzt sitzen wir hier und irgendwie Wurst, haben wir ja die Wurst immer noch nicht gehabt. Keine Wurst, kein Cappuccino. Ja, Cappuccino dann schon, aber ohne Wurst. Also und nur eine Cappuccino auch ohne Kaffee. Und ohne Milch. Den Cappuccino hier dann ohne Milch auch noch. Ja. Das ist ja eigentlich wirklich ein elender Tag. Ja. Und dann muss man auch noch so tun, als ob man gern auf Tour ist. Ja. Aber ich weiß noch, wir haben zusammen ein Radiointerview gehabt, wo da bin ich noch bei Energy gesehen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich nehme jetzt mal an, einfach irgendwie habe ich das Gefühl, der Thomas ist in den falschen Zug gestiegen. Das ist aber auch doof, dass der immer in zwei Richtungen fährt. Das muss der Triebwagen gewesen sein. Doch, die sind nicht vom gleichen Ort gekommen und dann hat es irgendwie. Ich meinte, du bist ja, also ist jetzt nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, sowas kann schon mal passieren. Ja. Also ich habe immer eine zweite Zahnbürste und eine zweite Unterhose auf Tour dabei. Ja. Ist auch schon vorgekommen, dass mein Bruder sagt, was, morgen spielen wir auch noch? Und sagt, ja, er hat gar nichts geplant, sagt, mach nichts, ich habe eine Unterhose für dich dabei. Ja, wirklich. Aber die verwechsel ich dann manchmal mit der Zahnbürste. Muss doch mal draufschreiben, was ist. Ja. Aber ja, das aber eine gibt es nicht ohne das andere. Ja. Ja. Ist wirklich auch dieses, das ist vielleicht so ein kleines bisschen, habe ich übrigens auch in meiner Ehe entschieden, Jetzt bin ich aber sehr gespannt drauf. Ja, man kann irgendwie, meine Frau kommt immer zu spät. Immer. Die ist 7 Jahre jünger als ich und ich habe neulich ausgerechnet, wir sind mittlerweile gleich alt, weil ich so lange auf sie gewartet habe. Die 7 Jahre hat die schon längst aufgeholt. Das ist aber ein schöner Gedankengang. Ja. Ja. Aber sie sieht auch älter aus als ich. Das ist also eigentlich nur fair, wenn ich das jetzt darauf schiebe. Ja. Und die. Vor allem seitdem du eine Brille hast, sieht sie älter aus. Ja, genau. Aber zu Hause trage ich die nicht. Nein. Aber jetzt habe ich ja entweder die Möglichkeit, wir sind 25 Jahre zusammen und ich habe mich, das ist immer noch ärgerlich, aber in dem Moment, wenn ich mir das Bewusstsein einschalten kann, dann habe ich jetzt die Wahl, mich für den Rest meines Lebens darüber aufzuregen oder einfach zu sagen, ja, ist zwar blöd, aber aufregen braucht mich jetzt auch nicht. Ich muss mich ja auch nicht über den Herbst aufregen, wenn die Tage kürzer werden. Es gibt auch so Naturgesetze, man muss jetzt nicht die ganz groben Fehler, erst recht, wenn sie verletzend sind, von anderen Menschen tolerieren. Yeah. Aber man kann auch irgendwie sagen, ja gut, ist sag's, wohl so, gehört sag's dazu. Ja, ja, aber was hat das mit mir zu tun? Mit dir gar nichts, ich rede über meine Frau, Thomas. Also, will auch mal, aber ich bin doch nicht deine Frau. Ja, aber wir hatten vorher auch schon das Geheimnis der Erotik. Und ach so, stimmt, ja. Gut, manchmal bin ich doch seine Frau. Und das ist ja beim Bruder genauso.
Was soll ich? Oder beim Techniker oder sowas. Wenn man sich wirklich lange kennt, dann weiß man, dass es die Stärken des einen auch nur gibt, wenn du ein gewisses Maß an Schwächen auch, oder was heißt Schwächen, wenn du ein Anderssein auch akzeptierst und sagst, ich kann jetzt nicht von ihm erwarten, dass er so lapidare Dinge wie ein Autoschlüssel, dass er darauf aufpasst. Ja. Also sagen wir so, es ist bei ihm keine Liebe, sondern Toleranz aus Desinteresse. Ja, genau. Aus Eigennutz. Ja. Also aber aus das ist, Desinteresse gegenüber dem anderen. Aber das ist sehr romantisch. Ja. Ich finde das fast, romantischer als Liebe. Ja, natürlich. Liebe ist bedingungslos, aber das ist entscheidend. Ja, wobei als älterer Bruder, man muss sagen, ich habe es mir ein bisschen bei meinem Bruder verkackt, weil ich ihm natürlich körperlich lange Zeit überlegen war und habe ihn immer so ein bisschen... Sprichst du jetzt auf die Anekdoten an, wo du aufs Klo gegangen bist und da nicht allein sein wolltest und dann mich reingeschleppt hast oder den Vorwand dann den Schlüssel abgezogen hast und ich musste dann in diesem kleinen Kloraum ausharren, bis du fertig bist, weil dir sonst langweilig war? Oder sprichst du auch die Anekdoten an, wo du irgendwie mit deinen Freunden zusammen Mutproben gemacht hast, die immer zu meinen Lasten gingen? Oder als ich auf Schultern durch die Stadt getragen habe, weil du noch so leicht und so klein warst. Ja. Aber jetzt habe ich leider den Faden verloren. Ja, das ist ganz rechter, wenn jetzt Abgründe... Nee, ich tue nur so, als ob... Aber, als deiner Bruder? Ja, genau. Als kleiner Bruder bist du schon immer der Größte gewesen. Und es gibt trotzdem so eine körperliche Distanz. Er mag jetzt nicht so kuscheln, nur im öffentlichen Raum oder bei längeren Podcasts. Aber es gibt eine Bühnenfigur und da darf ich als Bühnenfigur nein, diese Moment, ganze Nähe ausleben, die er mehr auf der Bühne, und das ist dieser Pinsky und da darf ich alles machen, was ich im Leben mir verkackt habe. Ist das falsch formuliert? Entschuldigung, Thomas, das darfst nicht du, das darf der Pinsky. Ja, schon. Das bist nicht du in dem Aber Moment. Du hast neulich gesagt, der Pinsky... Du nimmst ihn nicht als... Ja. Das ist ja keine, ich habe ja keine Chance, wenn ich mir da... Also ich habe neulich eben was... Pinsky ist immer anders auf der Bühne, arbeitet immer mit Volkers Ängsten, ist auf eine Art, hat einen therapeutischen Ansatz, weiß immer genau. Und Volker hat wirklich Angst vor Pinsky. Pinsky darf aber alles, neulich sagt auf der Bühne, Herr Pinsky, ich weiß genau, dass unter dieser Perücke mein Bruder lebt. Und mit dem kann ich nachher den Konflikt ausleben, wenn Sie jetzt nicht mitspielen. Das ist aber wirklich Pinsky. Es gibt leider nur einen Pinsky. Wenn wir nur Pinskys hätten, wäre das Programm ein Klacks. Das ist wirklich, wir haben beim Pinsky, wir haben irgendeine Idee, wenn wir ein neues Programm machen, irgendwas, Staubsauger im aktuellen Programm, dann hast du halt einen Staubsauger und mehr nicht. Du machst das ganze Programm, wird geschrieben und gemacht und ausprobiert, und beim ersten Auftritt vor Publikum, das war irgendwann mal, sagt der Thomas dann, ja, was macht der Pinsky bei der Besprechung? Wir haben ja nur diesen Staubsauger. Und dann unisono, alle Techniker, alle Beteiligten am Tisch, und sagt, hä, ist doch nicht unser Problem. Das muss der Pinsky beantworten, dem wird schon was einfallen. Und dann ist das wie eine Boje, die nie untergeht. Ja, und das funktioniert natürlich. Und das ist für die große Freiheit, der Pinsky. Ja, aber der Pinsky, diese Kunstfigur ist so unanfechtbar und so unerschütterlich und ist in einer Welt... Du kommst nur auf diese Gedanken, wenn du diese kratzende Perücke aufhast und diese grausame Hornbrille mit 18 Dioptrien. Du siehst nichts mehr, die Kopfhaut juckt, die Kostüme sind aus Polyester, und dann ist es ein leichtes, sein Wesen komplett zu verlassen und in diesem Kunstcharakter, in einem Kunstcharakter kannst du nicht verletzt werden, weil es ja nur ein Kunstcharakter ist. Ja. Und das ist so unerschütterlich. Es ist eigentlich ein Wunder der Natur, dass es diesen Pinsky gibt. Ja. Also mit Natur hat es aber natürlich auch viel zu tun. Letztes Jahr haben Mäuse in die Perücke vom Pinsky gekackt. Jetzt wurde sie vom Schimmel zerfressen. Also diese Pinsky-Perücke hat auch schon ein Eigenleben. Die hat schon Hochwasserschaden gehabt, ist schon eingeschlammt gewesen. Es waren äußere Kraft, wann eigentlich der Pinsky zerstört. Ja, aber eigentlich schon, weil er außerirdisch ist. Und ist eigentlich wie in einem Marvel-Film. Und die Perücke ist 37 Jahre alt und die hält nur noch durch diesen Teig zusammen. Das ist unglaublich. Der sich in der Jahrzehnte angesammelt hat. Irgendwann, als unser erster Requisiteur 2006, ja, da war die Perücke, hatte da gerade mal lausige 23 Jahre auf dem Puckel oder sowas, hat er eine neue Perücke angeschleppt. Er sagt, das geht auf keinen Fall. Warum brauchen wir? Ja, die andere ist so ranzig. Und sagt, das ist ja auch keine Verkleidung und so. Und dann, und das war seine Initiation, hat er gesagt, ach so, darum geht's. Dann hat er diese neue Perücke,
hat er unter den Vorderreifen von unserem Tourbus gelebt, legt es 10-mal hin und her, hat die in den Bach geworfen, hat die mit ins Bad genommen. Er hat diese Perücke eine Woche misshandelt, bis die von außen nicht mehr von der anderen zu unterscheiden war. Und das war ihr Initiationsritus. Erst dann wurde sie als Ersatzperücke akzeptiert. Ja. Das war so wie bei Kassensturz oder Stiftung Warentest. Diese wenn der Pinsky seine Perücke aufzieht und dem Volker überstülpt, ist der Volker plötzlich Pinsky. Ja. Das ist eine Charakter-Morph-Perücke. Wirklich? Ja. Also schon bist du denn nicht Pinsky geworden? Ja, und zwar sehr gut. Ja, wir können da die Rollen tauschen. Ja. Man kann sich in diese Gedankenwelt die vergessen. Schultern gehen nach vorne, die Augen. Und schon bist du Harald Pinsky. Eigentlich heißt er ja Harwald Pinsky. Aber es ist eine Luxusfigur, aber man kann sie auch nicht überstrapazieren. Nee. Wir hatten einmal einen Auftritt in Winterthur, der ist aber auch schon lange, lange her. Es sollte irgendwie so ein Sonderprogramm sein, im Kesselhaus oder sowas oder ich weiß nicht wo. Und dann, das war die sowas Nacht. Wie Nacht. Ja, das war so wie Open Museum oder sowas, weißt du, den Nacht der langen Museen. Ja. Und wir haben gesagt, gut, dann machen wir die Nacht der langen Pinskys. Dann haben wir alle Pinsky-Stücke aus unseren Programmen gespielt. Da waren auch wirklich Hardcore-Fans da. Es wäre nichts fürs normale Publikum. 1,5 Stunden Pinsky. Nur Pinsky. Und der macht ja absurde Sachen. Gell? Also, ja, was der alles schon gemacht rückwärts hat. Rückwärts laufen und vorwärts kämmen und so Sachen. Ja. Oder die Beinatmungstechnik. Ja, er war schon auf dem Mars und so. Also der ist eigentlich episch. Pinsky ist auch ein Feelgood. Gerade weil ich sage, würde der Fall Pinsky als Feelgood nehmen. Ja. Einmal hat dem Volker plötzlich das Du angeboten. Nennen Sie mich Harald. Das und Volker hat es nicht geschafft, wie du eine Autoritätsperson, der dir plötzlich das Du anbietet. Und er hat ihn immer wieder eben nennen Sie mich Harald. Wen meinen Sie? Ich kann es nicht. Aber bis auf den einen Moment verstehst du, Volker, nicht, dass der Thomas der Pinsky ist. Sonst ist das ist ja auch wieder der Luxus. Rational ist mir das schon klar. Ja. Aber auch das ist ja wieder die Konvention, die ich mit meinem Bruder eingehe, dass ich sage, ja gut, dann ist halt der Herr Pinsky hinter mir. Das ist eben nicht der Thomas. Ja. Pinsky hat eben, eins seiner Gimmicks ist eine unsichtbare Hutgummi. Sagte Volker, aber Herr Pinsky, man sieht doch diesen Unsichtbaren, der ist doch weiß. Und sagte, ja, ich habe ihn weiß angemalt, damit ich ihn wieder finde, wenn er verloren ist. Mhm. Aber eigentlich ist er unsichtbar. Wir sind schon über eine Stunde, darum kommen wir zum letzten Feel Good für euch. Aber wenn so ein Podcast gelaufen ist. Verstanden. Ja. Feel Good sind eigentlich menschliche Begegnungen. Ich möchte jetzt hier ausschließen. Ja, weißt du, jetzt dich wieder hier zu erleben, wir haben herrlich geplaudert, Zeit, die man sich sonst nicht nehmen würde, wir sind ein bisschen ans Eingemachte gegangen, wurden hier sehr nett begrüßt, übrigens nochmal danke, gell? Darf ich dich Schnucki, für ein nächstes Mal darf ich dich Schnucki nennen, oder? Menschliche Begegnungen bereichern das Leben und da sage ich danke für die schöne Stunde. Ist ein viel gut. Das ist sehr schön. Und so geht es mir übrigens auch, besonders mit euch, weil ich spiele nicht allzu oft mit euch, aber wenn, ist es immer so ein unglaubliches Vergnügen, völlig egal, wo die Show ist, was die Show ist. Und oft, weil es eben ein bisschen in anderen Situationen ist als üblich, wir machen selten eine normale Mixed-Show, ist dann eben umso schöner, noch irgendwie ein gemeinsames Essen zelebrieren. Wir haben noch nie Alltag miteinander erlebt. Nein, wirklich nicht. Ja, das ist wirklich für uns ja wechselseitig auch. Gell? Wenn wir uns in die Welt, in denen jetzt deine Shows eher stattfinden, ist ein wahrer Luxus für uns. Was für ein Abenteuer. Ja. Und da möchte auch dir gerne ein Kompliment machen. Man merkt, du hast das Herz an der richtigen Stelle. Natürlich bist du auch ein scharfer Redner, eine gute Comedy, aber diese Seele, die mitschwingt, die zeichnet dich aus. Oh, danke vielmals. Gleichfalls. Jetzt will er Geld dafür. Es ist eine wahre Freude gesehen. Vielen, vielen Dank sind ihr da gesehen. Es ist sogar noch ein bisschen ernster geworden, als ich gedacht habe, aber nicht so ernst, wie ich befürchtet habe. Du kannst ja die 11 Minuten Ernsthaftigkeit rausschneiden, wir sind ja deutlich überzogen. Das waren einfach die Ernsthaftigkeit, das waren Witze, die nicht gezündet haben. Thomas, Volker, vielen, vielen Dank. Ich grüße alle Zuhörer und schön, dass ihr beim Podcast dabei seid. Yes, und weiterhin viel Spaß. Hammer. Das ist ja unser Ding. Alles Liebe. Das ist eigentlich vielleicht noch so als Abschlusswort. Wir wollen die 1,5 Stunden noch schaffen.
Können wir schon. Es ist ein großer Spaß und das ist dann wirklich auch jetzt gegenüber den Zuhörern, kann eigentlich gar nicht dankbar genug sein, dass die Leute es einmal ermöglichen, dass man sowas machen darf. Gell? Indem sie so kommen, indem sie zuhören. Gern geschehen, Volker. Ja. Alles Liebe und danke, Christoph. Ciao, Christoph. Christoph, danke. Bis bald. Peace. Schau mal an. Endlich können wir wieder ich sein.